Wenn Let's Dance am Freitagabend ins Viertelfinale geht, wird bei RTL groß aufgefahren, mit einer Änderung, die es seit Bestehen der Show so noch nie gab. Kurz vor dem Endspurt kommt es zu einer echten Weltpremiere. 18 Jahre existiert die Kultshow inzwischen, kein einziges Mal wurde dabei aber das Studio in Köln-Ossendorf verlassen. Höchste Zeit also für einen Tapetenwechsel. Erstmals sendet RTL am kommenden Freitag aus dem Kölner Musicaldome. Wie man am Motto der Ausgabe ablesen kann, Let's Dance, a Special Musical Night, wurde diese Location nicht zufällig ausgewählt. Raus aus dem TV-Studio, rein ins Musical. Preist RTL die Sonderausgabe an, die sich nicht nur thematisch am Musical Moulin Rouge orientiert, sondern auch optisch und damit besonders gut zur gewohnten roten Let's Dance-Kulisse passt. Let's Dance zieht um, nicht nur für die Kandidatinnen und Kandidaten wird das Spektakel im Musical Dome neu und aufregend, auch die Jury, bestehend aus Joachim Jambi, Mozzi Mabuse und Jorge González, nimmt ausnahmsweise an einem anderen Pult Platz. Zu dem besonderen Anlass gibt es neben den tanzenden Finalisten auch Besuch vom Cast von Moulin Rouge, der zum Start der Sendung am 3. Mai sein Können zum Besten gibt. Die Tanzshow, in der regelmäßig Promis vor der Kamera über das Parkett wehen, ist inzwischen zum Kult im deutschen Fernsehen geworden. Dass sich Talent und sportlicher Ehrgeiz häufig gerade bei denjenigen zeigen, von denen das Publikum es am wenigsten erwartet, macht wohl den größten Reiz der Show aus. Wo sonst stehen prominenten Gesichtern, die sonst ihre Rollen in TV oder Politik spielen, schon so authentisch die Schweißperlen auf der Stirn,